Okay. Das wird alles andere als einfach, aber wir kriegen die Sau. Le Hugo Almeida. So, ich muss da nur aufpassen, weil da sind überall... Das ist... bitter. Das ist krass. Los, komm wieder zu dir. Los. Cool bleiben, Mann. Ah, siehst du, der Sanitäter macht das auch. Sehr, sehr geil. Boah, ich hasse das, wenn die so rumtanzen. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Alter, geh mir nicht auf den Sack. De la Muerte. Alter. Und tschüss, Mann. Der neueste Zaubertrick aus meiner Kiste. Da kommt noch einer. Alter, wie viele das sind. Aber klar, wenn da so ein Riesenvogel rumhängt. Die alte doofe Sau. Komm schon, wir machen die Schweine jetzt kalt. Ach, am Arsch. Wir haben einen, ganz in der Nähe. Stirb! Wie kommst du dazu, Alter? Was ist denn hier los? Vorsicht, da oben, ein Heckenschütze. Hab ich den. Du Arschloch. So ein Wichser. Gib mir Deckung. Die sind echt überall, Mann. Und tschüss, Jungs. Alter, ich bin da gerade echt konzentriert, gell? Weil die haben so viele Leute. So, wenn ich nämlich hier... zum falschen Ort laufe und auf einmal so 4, 5 Leute vor mir stehen, dann habe ich ein richtiges Problem. Dann habe ich ein richtiges Problem. Deshalb will ich es nicht riskieren. Natürlich gehen die dahin, die haben noch keine Chance. Ja, das mache ich auch. Gar kein Problem. So. Was denn für ein Ding, Alter? Ich steck das Ding erst dann weg, wenn ihr alle tot seid. You all must be dead, fuckers. Er darf uns nicht hören. Er darf uns nicht hören. Also, wenn der uns noch nicht gehört hat... Mongo Palma, willst du mich verarschen? So, jetzt ist hier gleich mal Schluss, Freunde. So, ich glaube, da oben steht der, oder? Schwingen Sie die Maus nach links und Kante und lassen Sie los. Und tschüss.
Alejandro Almeida ist tot. Treffen Sie sich in New York mit Michael Corleone. Sie. Das war richtig geil, jetzt hier gerade mal aufgemischt den Scheißladen. Aber wie viele Wachen der hatte, ne? Und was hat's uns gebracht? Eigentlich nur das Ende des Strikes. Das Ende des Streiks. Aber das reicht. So, wir nehmen das Schwarze, was jetzt blau wird. Lass uns zurück nach New York gehen, jetzt wo dieser Scheiß endlich vorbei ist. Ja, Mann. Ich bin dabei. Schnell fliegen wir nach Hause. Nach New York zu Michael. So, ich glaube rechts rum, oder? Wieder, ja. Perfekt. Gut. Das Auto lenkt sich, glaube ich, mal vergleichsweise ganz cool. Können wir das nicht immer behalten? Wie bei GTA, einfach in die Garage stellen und Sarah's? Aber je schneller... Ja, ja, ist okay. Ich fahre uns sogar bis vor die Tür. Auf zum Flughafen, Dominik. Ich habe mich um ihr kleines Problem gekümmert, Mitchell. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Vielleicht. Das war gute Arbeit. Auch wenn Ihnen das nicht klar ist, Sie haben Ihrem Land einen Gefallen getan. Das werde ich nicht vergessen. Warum nur ein Mann? Sie haben doch sicher dickere Fische an der Angel. Weil diese Kommunisten die Pest sind. Stellen Sie sich vor, Almeida würde hier seine Propaganda verbreiten. Wo führt das hin? Ich sag's Ihnen, bis ganz nach oben. Die Gewerkschaften haben einen enormen Einfluss auf die Politik, Dominik. Und wessen Interessen vertreten Sie? Die der Kommunisten? Es geht nie um nur einen Mann. Die Leute, denen Sie unterstehen, wissen die, dass Sie mit uns zusammenarbeiten? Ich unterstehe niemanden. Alles, was die Agency von mir verlangt, sind Ergebnisse. Wir sind uns sehr ähnlich, Dominik. Wir wollen beide das Beste für uns und unser Land. Naja. Sie nennen Typen wie Sie Geister. Woher kommt das nur? Und wenn schon, vielleicht sind wir Gespenster. Einige Leute denken, uns gibt's gar nicht. Und wenn sie uns finden wollen, wissen sie nicht mal, wo sie suchen müssen. Die CIA ist vorsichtig. Wir hinterlassen keine Spuren. Das ist schön zu wissen. Was sagt Fredo? Diese undankbaren Morden. Sie haben gute Jobs in einem großartigen Land und wollen immer mehr. Vergiss sie. Ja, ich glaube nicht, dass sie mittelfristig zuschlagen werden. Du meinst es ernst? Hey Mann, viel Spaß in New York. Grüß Mikey von mir. Okidoki, dann ab nach New York. New York. Möchten Sie einen Flug buchen? Ja, immer wieder. Okay. Guten Flug. Thank you. Wenn du das nächste Mal erwischt wirst, helfe ich dir nicht. Good old New York. Ich hörte, Tom Hagen ist in der Stadt. Du Was? Ihn doch, oder? Krass. Natürlich kenne ich ihn. Ich habe als Vollstrecker für die Corleones angefangen. Damals, als ich Autos geknackt habe. Wir alle kannten Tom. Na, jetzt fahre ich schon wieder links durch. Das ist unglaublich. Tom Hagen, der Konziliere von Don Corleone. Ist ja deutscher Abstammung, ne? Der Tom Hagen, voll geil in dem Film. Ich komme im Taxi gefahren. Tom Hagen ist da. Ich wette, Don Corleone wartet schon im Anwesen. Ich brauche eine Zigarette. Hast du welche? Nein. Hier wird nicht geraucht. Wer weiß noch davon? Dominik, willkommen zurück. Danke. Wozu die ganzen Männer? Was ist los? Die Regierung ermittelt gegen mich. Die wollen mich wegsperren. Warte im Salon auf mich. Oh oh. Der Senat hat mich vorgeladen. Wegen meiner Geschäfte in Vegas, hier und in Florida. Dominik, da will jemand gegen mich aussagen. Wen? Frank Pentangeli. Was? Er ist tot. Ich sah ihn sterben. Du hast gesehen, wie Rosato mich reingelegt hat. Die Detectives fanden ihn halbtot, starr vor Angst. Und er hat geschrien, ich hätte ihn verraten. Ich! Er muss sterben. Ist lange her. Wie war Florida? Das war gut, Tom. Dominik, Tom Hagen war mein Konziliere und ist jetzt mein Anwalt. Er gehört zu uns. Wenn der Senat mir den Prozess macht, ist er auch dran.
Ich muss ihn fernhalten von meinen Geschäften. Er wird sich dir anschließen. Als dein Konziliere. Geil. Tom wird nicht mehr bezahlt. Alneri kümmert sich um alles. Tom, besuche den Senator. Dominik, du machst dir einen Namen. Einen, den man respektiert. Wiedersehen. Konziliere. Wie in alten Zeiten. Haben wir jetzt den Konziliere in der Familie? Wann stellen die endlich mehr Personal ein? Überhaupt nicht, weil du es alleine machen kannst. So, erstmal wieder ein bisschen aufmunitionieren. Das ist gut an den eigenen Buden. Schön, dich in der Familie zu haben, Tom. Ich wünschte nur, die Umstände wären besser. Ich auch. Es gibt vieles, was mir Mike nicht sagen konnte. Aber es ist besser so. Für uns beide. Du bist mein Konziliere, Tom. Ich werde nichts vor dir verheimlichen. Also, über wen hat Michael vorhin gesprochen? Welcher Senator? Sein Name ist Pat Geary, kommt aus Nevada. Er ist einer der Vorsitzenden des Ausschusses, der gegen Michael ermittelt. Wir müssen ihn auf unsere Seite ziehen, Dominik, bevor Sie Michael den Prozess machen. Okay, ich sag dir was, Tom. Das wird nicht einfach. Er ist immerhin Senator. Wir können ihn nicht bestechen wie irgendein Richter. Das müssen wir nicht. Geary hat eine Schwäche. Sex. Er ist pervers. Das werden wir gegen ihn verwenden. Ganz in der Nähe gibt es ein Bordell. Einige der Mädchen dort arbeiten für Rosa Scarlatti. Die Frau ist eine echte Größe, wenn es um Prostitution geht. Das ist zwar nicht ganz unser Gewerbe, aber sie arbeitet seit Jahren für die Corleones. Perfekt. Treffen Sie sich im La Maison Rouge in New York mit Rosa. Dann nix wie hin. Wir müssen unbedingt vermeiden. Also gehe ich mit dir hin. Zur Erinnerung. Wir müssen einen neuen Rekord. Ah, der gibt mir jetzt Tipps. Da müssen wir jetzt hin. Da haben wir noch eine Killbedingung. Ah, die Sau, die machen wir auch noch kalt nachher. Wenn wir schon da sind. Wenn Don Corleone vor Gericht muss. Scheiße, unsere ganze Organisation könnte auffliegen. Tja. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Genau das werden wir jetzt auch tun. La Maison Rouge. Gott sei Dank ist es gerade gegenüber. Dieser neue Soldat. So, nix wie rein. Important Meeting. Ein Senator erpressen? Rosa, hallo. Mein Name ist Dominik. Ich weiß, wer Sie sind. Tom hat Sie schon angekündigt. Sagt er, warum ich hier bin? Hat er. Und ich kann euch helfen. Aber ihr verlangt ein großes Opfer von mir. Ein Leben. Ich spiele nicht nur aus Loyalität mit Dominik. Zuerst müssen Sie was für mich tun. Okay. Einverstanden. Also, was wollen Sie? Ich will Schutz. Dem Staat New York liegen Beweise vor, die mir das Genick brechen können. Aber wenn Sie mich vor Gericht zerren, wird die dreckige Wäsche einiger sehr mächtiger Männer in aller Öffentlichkeit ausgebreitet. Und diese Männer werden mich töten, bevor sie mich aussagen lassen. Okay. Welche Art von Beweisen? Bücher, Aufzeichnungen, eine Liste aller meiner Geschäftspartner, einschließlich einiger Herren in Washington. Die Bücher liegen in einem Safe im Justizgebäude. Holen Sie sie für mich, dann helfe ich Ihnen. Wenn es weiter nichts ist, zerstören Sie die Beweise im Federal Building of New York. Na schön, ist ja kein Thema, ist ja nichts, ne? Machen wir damit links. Hey, schlag eine Scheibe ein, okay? Ich halte die Tür im Auge. So, kann ich jetzt, wenn wir... Da ist das Gebäude. Ne, das machen wir danach. Okay. Das machen wir danach. Fahren wir da mal hin. Schnappen uns mal einfach das Zeug. Das dürfte ja kein Problem sein, ne? Ist ja nur ein Bundesgebäude. Ach, das läuft schon. Da haben wir schon ganz andere Dinge gemacht, glaube ich. Hallo? Mach mal Platz. Jede Woche geht irgendjemand wegen irgendwas auf die Straße. Guten Tag. Darf ich da rein? Ja, oder? Hallo? Guten Tag, hey, guten Tag. Da ist ja ein neuer Sheriff in der Stadt. Krass, wie ich einfach hier reinspazieren darf, oder? Mach auf. Ich sieh mir den Safe mal an. Noch einmal drehen und... Ich höre wohl schon Stimmen. Ah, wo kam das denn her? Du gehst da lang! Stellt euch mal vor. Mist. Hoffentlich rächt sich das nicht irgendwann. Ich höre wohl schon Stimmen. Hallo, ich bin weg. Ich bin weg. Alter, fickt euch. Alter, fickt euch. Steig ein. Wir müssen weg.
müssen weg. Ich bin aus dem roten Kreis raus, das ist sehr gut. Back to Rosa. It's so easy with Altours. Und die fahren da rein, wie geil ist das denn? Ach, wie schön. Da muss ich kurz rüber, wir müssen nämlich auf die andere Seite. Ups. Aber wir haben es gerade noch so geschafft, ne? Wir sind gerade so... Ne, ich bin auf der falschen... Ah, nö. Oh. Diese Scheiße. Klar, das war ja genau da, wo das Corleone anwesend ist. Aber das war cool. Die Polizei kommt gerade und wir machen uns gerade vom Staub. Vom Acker und aus dem Staub. Ach, wie schön. Jetzt kann Rosa uns helfen. Und es ging gar nicht so lang. Also alles perfekt eigentlich. So, Rosa. Sagen Sie mir, dass Sie sich um diese Aufzeichnungen gekümmert haben. Ja. Wir haben nichts gegen Sie oder Ihre Kunden in der Hand, Rosa. Ihnen passiert nichts. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Geschäft. Tom und ich haben schon einiges arrangiert. Wir haben das Zimmer und das Mädchen. Sollte Geary hier auftauchen, sind wir vorbereitet. Moment. Sie haben mit Tom geredet? Wann? Gerade eben. Er ist hier. Er wollte das Mädchen sehen, mit dem wir den Senator in die Falle locken. Es war nicht leicht, zu wissen, was passiert. Aber ihre Zeit ist gekommen. Sie ist süchtig. Schlecht fürs Geschäft. Vielleicht ist es besser so. Krass, und die geht da drauf und die wissen das? Ich finde es voll krass eigentlich, gell? Der Letzte. Ich will mich auch. Kann ich das auch machen? Hilfe zu brauchen. Hey, ich hätte da was erledigt werden muss. Du müsstest was für mich sabotieren. Und? Willst du den Job? Natürlich, so viel wie es geht. Perfekt. Tom, sieht aus, als wäre alles vorbereitet. Fast. Jetzt müssen wir Senator Geary nur noch überreden, herzukommen. Er muss selbst auf die Idee kommen. Wenn wir ihn zu sehr bedrängen, könnte er Verdacht schöpfen. Ich weiß. Deshalb musst du aufpassen, was du ihm sagst. Ich habe ein Treffen arrangiert. Der Senator denkt, du willst über den Kauf einer Firma mit ihm reden und brauchst seine Hilfe. Gut. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Geary den Köder schluckt. Versuch ihn bei seiner Eitelkeit zu packen. Sag ihm, dass es mit dem Deal Probleme gibt. Politische Probleme, geschäftliche Probleme. Finde raus, worauf er anspringt. Geary hat Beziehungen. Gib ihm das Gefühl, dass du ihn an dem Deal beteiligst, wenn er dir hilft. Und wieso macht das nicht mein Anwalt? Was willst du jetzt? Hey, Süßer. Wusstest du, dass ich später einen Senator vögel? Ist was Besonderes, was, Baby? Eifersüchtig? Er ist ja nicht mein Freund oder so. Schön für dich. Kauf dir ein Eis? Wie sie sich freut? Ohne Witz. Mann. Leute, wo soll das noch enden? Treffen wir uns mal mit dem Senator. In dieser Bakery, oder? So dieser Eck.